Das Jahr 2020 jetzt endlich vorbei. 2021 kann ja nicht mehr viel schlimmer werden. Wir hören uns jetzt um, was sich die Wiener und Wienerinnen so fürs nächste Jahr vorgenommen haben. Ja, das Klassische, mit dem Rauchen aufzuhören. Okay, aber ja, schauen wir mal, ob es wirklich passiert. Ja, ich hoffe, dass nächstes Jahr wird viel besser als dieses Jahr. Ich habe schon viele große Pläne für nächstes Jahr. Ich mache mir jeden Tag Träume und Pläne für nächstes Jahr. Wirklich, wirklich. Sport, Tätigkeit, Musik, alles Mögliche. Ich kann nicht warten. Vielleicht gesünder ernähren, dann mehr Motivation im Ganzen haben, im großen Ganzen. Mehr Englisch oder Deutsch lernen auch. Ich habe gar keine Neujahrsvorsätze, ehrlich gesagt. Ich lasse mal das Jahr so auf mich zukommen. Okay. Aber ja. Und die Dame, haben Sie Neujahrsvorsätze? Ich will mein Studium endlich beenden. Aber ich glaube, dank Covid und Lockdown werde ich es jetzt endlich schaffen, glaube ich. Was würden Sie sich wünschen, was im nächsten Jahr anders wird? Viel mehr Zusammenhalt in der Politik und nicht One-Man-Show. Ich hoffe nur, dass es besser wird aufgrund unserer Situation, dass die Regierung vernünftiger wird. Und für mich selbst, ich bin ein indirektes Corona-Opfer, also jobmäßig, deswegen nicht direkt, also nicht der Virus, aber der Job. Und da vermisse ich, dass darüber viel mehr in der Politik gesprochen wird. Frage, habt ihr Neujahrsvorsätze? Noch nicht, aber ich werde sicher welche finden. Hast du Neujahrsvorsätze? Nein, ich bin noch am Überlegen. Okay, aber ja. Es wird noch was, oder? Es wird auf jeden Fall noch was.